Weißt du, worauf ich mal wieder richtig könnte? Nein, worauf denn? Auf einen wunderschönen Rehbraten. Dann pass aber auf, die Rehe hier in der Gegend bellen seltsamerweise. Vielleicht sind die krank. Die Rehe bellen. Ah, die bellen. Wie Hunde? Rehe. Ich meine, dass sie bellen wie Hunde. Das klingt wirklich seltsam. Komm her, du Reh. Du bellendes Reh. Ah, es ist zu schnell. Ich empfehle den Bau einer Armbrust. Mist. Da geht mein schöner Rehbraten dahin. Gibt's heute also doch nur Wurzeln und mit ein bisschen Gemüse. Pilzen und Beeren. Ich habe doch da oben einen Kürbis gesehen. Wo ist denn jetzt schon wieder? Auf meinem Weg hierher sind mir auch habe ich auch jede Menge wilde Kürbisse gesehen. Ah, vielleicht kann man die Samen da rausnehmen und die dann irgendwie anpflanzen. Vielleicht sollten wir ein, zwei davon aufheben. Oder die Samen irgendwie trocknen. Wäre eine interessante Sache, weil Kürbissuppe ist ja sehr lecker. Ich schaue gleich mal in diesem Da Vinci-Tisch. Da Vinci? Ein großer Erfinder. Er ist sehr verrückt. Er hat Apparaturen und Maschinen, die jenseits eines normalen Verstandes funktionieren. Okay, das hört sich alles sehr seltsam an. Ja. Italiener eben. Na, jetzt ist das Lager auch gleich schon mal gefüllt. Super. Aber so langsam. Hast du auch schon von den großen Neuigkeiten gehört? Welche Neuigkeiten? Naja, dass Keen Softeria Hausia etwas Neues entwickelt hat, und zwar eine Schaufel, nennen sie es. Eine Schaufel. Ich hoffe, dass diese seltsame Apparatur sehr gottgefällig ist. Na, also so weit würde ich nicht gehen. Also. Naja, die Kirche des Lord Kleng ist sehr strikt, was das Benutzen oder das Erfinden von Materialien angeht. Alles, was nicht Lord Kleng gefällig ist, wird der Ketzerei gebrandmarkt und muss zerstört werden. Ah ja, das ist mir neu. Also ich habe noch nie was von diesem Lord Kleng gehört. Ist in Rintel eine sehr große Kirche. Und wie heißt die dann? Clank Cathedral? Ja, und der Klingodrom. Oh Mann, das ist ja schon fast eine Re Religion, wie mir scheint. Das ist eine Religion. Also das heißt, er ist ein Gott der Zerstörung, oder wie darf ich mir das vorstellen? Lord Kleng ist ein Gott der Zerstörung würde ich nicht sagen. Ein Gott der Beständigkeit ist er jetzt auch nicht. Ja, Aber er ist halt.
Ja, ich werde sagen, ich bin da jetzt auch nicht so tief in der Materie drin, was das angeht. Ich habe das immer nur wieder von Freunden gehört, die in den größeren Städten gewohnt haben. Ja, also seine Anhänger sind da, was Veränderungen angeht, sehr skeptisch. Das muss Baumfeld! alles doppelt und dreifach geprüft werden. Da muss das in den Tempel gebracht werden, um dort von den eigentlichen Priestern nochmal geprüft zu werden. Und ja, also das dauert alles ewig. Ach, herrje. Klingt so, als hätte sich die Aristokratie das ausgedacht. Wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Priester in Saus und Braus leben. Das klingt ja im Gegensatz zu den Umständen, wie die meisten Menschen leben, ja ziemlich, ja, weiß ich nicht. Das ist sehr, ich finde das gemein. Sie leben extrem verschwenderisch. Ich habe Gerüchte gehört, dass es einen Gott geben soll, der sowas nicht gut findet. Das wäre mir neu. Na, wie gesagt, mir auch. Aber naja, die Zeiten scheinen sich wohl geändert zu haben. Also wir sammeln mittlerweile so viel Holz. Ich habe doch den Kürbis hier. Ach nee, ich habe doch gar nicht die Fertigkeiten dazu. Du hast nicht zufälligerweise die farmenden Fertigkeiten? Die was bitte? Naja, die Fertigkeiten eines Farmers. Nein, nein, nein. Das wird ein sehr schwieriges Unterfangen. Ja, Was? aber nur zu Beginn. Ja, wir müssen ja auch noch nach Eisen suchen, weil in dem Tisch steht was irgendwas von Iron Works. Ein zweiter Tisch? Ja. Ich habe mal ein paar Minenarbeiter reden gehört, die meinten, Bodenschätze würde man am Boden erkennen. Also wenn der Rasen da eher bräunlich oder gräulich ist, sollte es da Bodenschätze geben. Dann hätten wir hier vielleicht schon was gefunden, weil hier sieht der Boden so komisch aus. Ja, vielleicht müsste man mal ein wenig in die Erde, ins Erdreich bohren oder buddeln. Bohren, was ist bohren? Eine Technik, die die Minenarbeiter benutzen. Dort wird mit einem runden Instrument in den Felsen reingebohrt. Sie nennen es Bohren. Das hinterlässt dann Löcher. Damit kann man dann Gesteinsproben nehmen. Lass mich raten, entwickelt wurde das von Da Vinci? Das weiß ich nicht. Sah alles sehr seltsam aus. Naja, seltsame Apparaturen, komische Skelette mit leuchtenden Firlefanz. Ja, ich fäll diesen Baum hier erstmal und dann guck ich mal, was da drunter ist. Baum fällt. Fällt, fällt und fällt immer noch. So.
Es wird langsam dunkel. Wir bräuchten dringend Fackeln. Na, wo ist er denn hin? Ach, du hast mich gar nicht gehört, was? Warum, was war denn? Ich sagte, dass es langsam mal dunkel wird, dass wir bald Fackeln benötigen. Ja, das ist wahr. Na, ich guck mal, ich stelle uns vielleicht mal ein paar her, dass wir im Dunkeln nicht so verloren sind. Einen größeren Rucksack bräuchte man. Oder einen Rucksack im Allgemeinen. Ja, das gibt es wahrscheinlich noch gar nicht. Obwohl wir Säcke haben. Also ich lege dir deine Fackeln in die Kiste in deinem Wagen. Dankeschön. Der gerade voll ist. Huch, bleibst du wohl stehen? Ja, ich glaube so langsam, dass dieser Wagen ein Eigenleben hat. Ist er von Lord Kleng beseelt? Das eher weniger. Das kann man da nicht drauflegen. Oh, schade. Und bevor es dunkel wird, werde ich mit Sicherheit nochmal in den Wald gehen müssen. Warum? Pilze sammeln. Unser Abendessen will ja rechtzeitig zubereitet sein. Oh, du kochst? Ja. Ich habe vor, meine Fertigkeiten im Kochen noch ein bisschen zu erweitern. Ich habe nämlich von einem wunderschönen Rezept gehört, das nennt sich Gulasch. Das soll einem den Magen so füllen, dass man auf längere Zeit nichts mehr essen braucht. Das hört sich super an. Dann nehme ich doch davon auch eins. Naja, erstmal musste noch darauf verzichten, weil noch habe ich das Rezept nicht. Ich hoffe, ich muss nicht dafür nach Rinteln. Ah, 20 Pilze dürften ja reichen. Ach, Mann, ich mag die Sträucher nicht unbedingt hier wegnehmen, weil die geben immer so wunderschöne Beeren. Nee, das kann ich nicht machen. Du starrst in die Leere, ist denn irgendwas? Bitte? Du starrst in die Leere, ist irgendwas? Denkst du nach? Nee, nee, alles gut.
Ach. Ich brauche noch Kräuter. Na, ich hoffe, ich finde die im Dunkeln. Ich dachte, du hast Fackeln hergestellt. Ach, stimmt. Ich vergesse manchmal meinen eigenen Kopf. Das wäre aber schlecht. Im letzten Leben war ich wahrscheinlich ein Trüffelschwein. Ich finde nur Pilze. Trüffel sind sehr wertvoll und sehr begehrt. Mag sein, ich habe bis jetzt noch keins gekostet. Ich auch nicht, ich handle damit nur. Ich möchte jetzt gerne ein paar Kräuter. Was ist das? Was ist das hier? Warte, ich zeige es dir. Ach, ein Lager für Timber. Richtig. Na, das muss man erstmal wissen. Oh je. Herbs. Ach Mensch, diese Rehe. Was ist damit? Ach, die fressen mir das ganze Herbst hier in der Umgebung auf. Ich muss sie langsam mal jagen, damit ich das, damit ich nicht mal so weit laufen muss. Oh, das sieht wie Flachs aus. Ach, schau mal an. Ich habe einen Kohlkopf gefunden. Pfeife, 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 Pfeife. Ja, da. Mal gucken, ob es reicht für einen zweiten Teller. Ja, ich kann dir auch einen herstellen. Beziehungsweise mir. Dein steht schon auf dem Tisch. Dankeschön. Bitte. Ach, Moment, ich soll das Feuer ausmachen.
So, ich hoffe, der Karren kann da stehen bleiben. Na, was liest du? Ich überlege mir die Holzverarbeitungsfähigkeiten beizubringen. Carpentry? Genau. Ja, tu das, das habe ich auch getan. War eine große Hilfe. Du meine Güte. So ein Tag macht echt müde. Noch irgendwas in dem Inventar, was ich nicht brauche. Achso. Ich glaube, dann machen wir für heute mal Feierabend. Ja, das denke ich allerdings auch. Ich packe nur noch meinen letzten Balken in die Bank und dann würde ich sagen, geht's ins Bett. Ja, und morgen geht's dann frisch und munter weiter. Genau. Was machst du denn mit dem Wagen? Der rollt wieder mal weg. Da kommt nicht mal, kaum will man sich ins Bett legen, da rollt der Wagen weg. Dann bau doch dein Bett ab. Habe ich gerade. Du willst in einem Holzlager schlafen? Ja. Du willst das Holz bewachen. Genau. Na, dann sage ich schon mal gute Nacht. Ja, Nacht.